Was geht, Freunde? Bevor wir in das eigentliche Video reingehen, will ich noch kurz meinen Partner Enneba vorstellen. Der eine oder andere Hase kennt Enneba schon. Hier habt ihr die besten Preise für PSN-Karten, Xbox-Karten. Wenn ihr Spiele braucht, zum Beispiel EAFC, jetzt kam auch noch Spider-Man 2 raus. Also hier habt ihr die Preise, wo ihr nochmal den einen oder anderen Euro sparen könnt. Und manchmal gibt es auch Aktionen, da könnt ihr ganz kurz mal in Instagram unten in der Videobeschreibung abchecken. Die hau ich dann in die Insta-Story rein. Wenn es eine Aktion gibt, wo man noch mal ein bisschen mehr sparen kann, hau ich die mal da rein. Und ansonsten ja, gerne einfach den Link abchecken. Da kommt ihr zu Enneba. Falls ihr wieder PSN, Xbox oder Spiele braucht, findet ihr alles da bei der guten Seite von Enneba. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem eigentlichen Video. Ich stelle mir vor wie gestern, Alter. Gestern haben wir Futre gezogen. Okay, gönn ihr, ey. Boom. Wow, was ist das denn für eine Auswahl? Lookman oder Benzema? Ich glaube, ich nehme da Benzema mit. Boah, was ist eine Auswahl, ey. Ich glaube, Benzema ist sogar teurer, ne? Ja, 55.000 Benzema. Holy shit. Gut für die. Junge, voll viel Futter, Junge. Ey, Mbappé kann kommen, Junge. Mbappé kann kommen langsam. Okay, gehen wir rein, Chat. Egal, ist eigentlich egal, wer kommt, aber Van Dijk wäre lustig, ja, eine andere Version von ihnen zu haben. Ansonsten, ja, juckt jetzt nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja, ist Kralisch. Der Mac ist City. Der City Mac ist Kralisch, ey. Boah, cooles Design, aber kein Dynamic Image. Was eine Schrottkarte, Alter. 86 Rating. Ja, deswegen, ich weiß auch nicht, wohin mit meinem Futter heute. Also, wenn ich jetzt Futter bekommen sollte. Freigang. Ist das ein Rot oder Dings? Ist das eine Live-Card, Chat? Das ist eine Live-Card. Ui. Okay, ist jetzt keine geile Karte, aber kann noch 88 werden dann. Und dann abgeben. Digga, gibst du dir noch geile Karten hier, oder was ist hier los? Messi? Oh, ist S-Messi. 90er Messi, man. Holy shit. We take a Messi. We take a cheeky Messi. Hoi! Lionel Messi. We take a cheeky Messi. 90er. Wow, immer auf 5000. Gibt eigentlich gar nicht so viel ab, ne? Ich hab die alle im Verein gehabt. Passt eigentlich. Ne, passt. Gönn was Geiles, ey. Zeig den, den Leuten den wahren EA-Account hier. Bam! Nur was weiß, ist schon mal nicht gut, oder? Oh! Ist das die eine da? Ja! Das ist die! Ist das die eine krasse? Ja, das ist die! Oh! Oh, what a troll! Den hab ich schon, den Magus! Nein! Ich dachte, das wäre dieser eine Bontella oder wie heißt? Wie heißt die? Bomati! Och man, den hab ich schon. Jetzt, was mach ich mit den Idioten? Genau das hab ich gemeint. Oh, Junge, Bonmati wäre besser gewesen. Digga, er hat so selben Design. Selbe Position, selbe Nation. Digga. So, jetzt wird gegönnt, Junge, von EA. Jetzt kommt was Geiles. Komm, EA. Zeig den Hate Watch an, Junge. Wie man es hier macht. Bam! Dieser Rasu, der Magus, Alter. Weiß ich jetzt nicht. Juckt nicht. Ah, genau, bevor wir reingehen. Kleines Packlack gehabt. Deswegen sage ich, der Liga-SPC ist schon brutal, Alter. Ich habe nicht mal die krassen Packs geöffnet. Aber ich bin schon, also ist jetzt nichts Krasses hier, was wir gezogen haben, aber ich habe Kane gezogen, das habe ich jetzt nicht aufgezeichnet. Ein Pack davon habe ich Kane gezogen, tauschbar. Ja. Ein Pack davon Kane. Der hat auch schon mal geschmeckt. Ich glaube auch über 50k wert. Und dann haben wir ein Pack danach, so ein billiges, das war so ein Prime irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, dieses rechts oben, das Prime Gemischte. Da dachte ich erst, könnte schmecken, aber ein Double, die haben wir gezogen, beide tauschbar. Deswegen, macht immer eure Liga, SBC ist easy, Alter. Oh, locker nochmal über 30k gemacht, auf entspannt. Noch, oh, ich habe noch Rivals Rewards, Chat, ne? Muss ich auch noch mitnehmen, warte mal. Ich habe noch Rivals Rewards. Wir haben gestern noch, ja, ich hätte es nicht geschafft, ne? Also, ich habe noch Koop gemacht mit dem guten Lecker-Mecker-Boy. Ja, bisschen im Rucksack gewesen.
haben wir noch ein bisschen Elite-Division geholt. Bisschen im Rucksack gewesen. Da war ich ein bisschen im Rucksack, würde ich mal sagen, in der Koop-Session. Ja, schon schlauer eigentlich, ja. Ja, scheiß drauf, nimm mir an, Schwed. Ja, ein Papier, der Bastard, Junge. Ich hätte schon gern ein bisschen Coins gemacht, ne? Weil mir fehlt nicht mehr viel für die krassen Spieler zu testen. Aber egal, scheiß drauf. Okay, wir haben zwei Picks nochmal, die können nochmal scheppern. Die können schon mal reinscheppern, würde ich sagen. Das wäre schon mal geil, wenn wir hier ein bisschen Futter bekommen würden. So 88, 89. Wäre schon nice. Ja, immerhin De Jong, der Wichser. Immerhin De Jong. Ja, das ist auch nicht, ich dachte schon, Alter. All the work für fucking im 84er. Chat, bevor Leute was sagen, ich hab eben extra nachgeguckt, ich kann vier Spieler zurückholen, okay? Ich geb die ab, ich stoß die ab, Mann. Oh, das ist irgendwas. Das ist eine Inform, genau, perfekt. Genau sowas soll ich haben. Perfekt. Sowas bräuchte ich mehr Informs. Für diese ganzen SBCs, die ich noch abschließen will. André Lewis. Und take it. Ja gut, dann nehme ich Araro mit und mache direkt eine SBC draus. Rein schon mal 10, das machen wir heute dann noch auf. Perfekt eigentlich. Oh, wir haben eine Special-Karte. Wer ist es? Hummels. Ach, na, Schwächling. Oh, jetzt muss ich ihn wieder abstoßen. Jetzt haben wir schon zwei 88er, die ich zurückholen kann. Also, wer sagt mir, wir können den MVP nicht machen, hä? Wir haben jetzt schon zwei 88er, die wir noch zurückholen können. Ich könnte ihn wirklich jetzt schon anfangen, den MVP, ne? Okay, geh mal rein. Um 3 nach 10, yay. Gönn something. Jetzt was Geiles. Weiß ich auch nicht. Ja, nur Gold. Wings nicht auf dem Workout. Alter, nur ein 84er. What the fuck, Bro? That is nasty, man. That is nasty, Bro. Shit. That is fucking nasty. Außer der Inform ist noch dahinter. Das könnt ihr noch retten. Inform. Ja! Haha, Inform gerettet. Hey! Hey! Ja, habt ihr euch schon gefreut, die nicht belieber, hä? Komm. What is this, man? Okay, wisst ihr, wie der auf von der. Chat. Wisst ihr, wie der auf den ersten Moment aussieht? Wie Strickland, Chat. Das sieht ein bisschen aus wie Sean Strickland von der Seite. Aber nur auf den ersten Blick, wenn du eine Sekunde hinguckst, achte mal drauf. Die sieht aus wie Sean Strickland irgendwie. EA, can you do something for me? Ah, ist wieder Gold. Ist das Mané? Doppel-Workout Mané. Come on, man. Come on, man. Hi, hi, hi. Ganz hoch damit. Ruben! Schmeckt, Digga! Man, ich kann's dir den Papier nicht leisten. Look at this, man. Shut your mouth, Junge. Guck mal, wie viel Futter ich hier sammle. Huhuhu. Junge, ich kann jetzt schon machen, wenn ich will. Oh, oh, oh mein Gott, das ist nasty. Oh, 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 oh. Ich schaff den nicht, oder? Wieder 55k gespart. Tigger! Hä? Was ist das? Was ist das denn hier, ey? Ja, hab ich auch noch nie gesehen, Alter. What the fuck ist das? Ich hab mich voll erschreckt. What the fuck is that? Digga. Mach mal noch so einen Fuffi. Wenn das wieder gönnt, dann mach ich noch eins. Oh! Oh! Wer ist das denn? De Jong Doppelbockout, glaube ich. Bombastor! Oh mein Gott! Ich hab die jetzt nicht so gefeiert, aber for free nehme ich die mit, Diggi. For free nehme ich die mit? Alter, Junge, okay, dann machen wir doch ein bisschen noch mal ein, zwei weitere Packs auf. Was ist denn jetzt los, Alter? Oh, Frankie, hab ich das auch doppelt, ey. Zweiter Tag. Okay, Chat, dann würde ich sagen, gehen wir rein in den Aal. Dickes, fettes Pack-Opening jetzt nochmal. 32 Packs sind nicht nur Banger-Packs, ne? Aber es sind, ich glaube, das sind 5, 6 nicht so gute. Ja, die. Aber dann guckt euch das mal an jetzt. Tja. Also 84 haben wir heute gefühlt, keine Ahnung, wie viele Packs. Wir haben auf jeden Fall von den 5x84
Wie ich die neuen noch mitnehme, 12. Ne, die habe ich schon mitgenommen. Ich habe 12 Stück von denen, glaube ich, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, 12. Also, wir haben 12 mal, also 60 mal 84 plus Spieler. 60 mal 84 plus. Machen wir die Doppel-84er erstmal auf. Davon haben wir 3 Stück, ne? 4 Stück. 4 Doppel-84er. Oh, Ter Stegen ist nice. Das Ding ist nice. Das nehme ich. Gutes Rating. 89 Rating. Das ist nice. Das ist nice. Da habe ich. Oh! Das ist ein nice Pack. Easy E. Kostet zwar nichts, aber cool. Jetzt haben wir noch die ganzen Banger Chats. Ich gehe direkt in die 85er erstmal rein, damit wir diese 5x84 durchballern können. Okay, gehen wir erstmal in die 85er rein. Hier wieder keine Special Karte. I get min-rating, man. What is this? Das kann nicht sein, Jungs. Something wrong here. Wieder keine Special-Karte. Ist wieder min-rating? Fast min-rating. Mein Gott, ey. What is this, Chat? Ist eine Katastrophe, Mann. Yay. Wir haben nichts mehr danach, ne, Chat? Wir haben jetzt genau noch 12. Also 60 mal 84 plus diese Special Pack hier hinten. Das war's. Da haben wir einfach nichts gezogen. Das ist das Geistgestörte. Ich habe so geile Packs mitgebracht. Kann doch gar nicht sein, oder? Quaradonna Double. Have to be Double, sage ich jetzt schon. Muss. Ja. Ja, nehmen wir. Nehmen wir, ist okay. Ah, das ist 86. Who the fuck is that? Oh, ich muss wechseln, Chat. Ich muss wechseln, oder? 50 noch übrig. 50 mal 84, come on, man. Lautaro. Double, have to be double. Fuck off, bro. Wieder no special. What? Oh, Chirky. Chirky für 15k schmeckt. 8 noch. Wieder keine Special-Karte. Kimmich wenigstens. Oberdorf. Aber nicht doppelt. Ach, Jesus, ey. Okay, wenn ich jetzt nichts ziehe, dann wechsle ich kurz das Internet-Chat. Ja. Magul doppelt. Magul Doppel. Jawoll. Mach, ich weiß nicht. Mbappé? Testing aber nochmal. Ist okay. Das ist ein gutes Pack. Das ist ein gutes Pack. Beschwere ich mich nicht. Okay, wir haben noch 7 von 5x84. Das ist wieder keine Special-Karte. Das heißt, glaube ich, wir müssen Internet switchen, weil. Das war wirklich bis jetzt eine richtig katastrophale Ausbeute, ne? Wir gehen mal rein, komm. Oh, das ist was. Ja, immerhin in Form. Doppelwalker sogar. Ne, doch nicht. Ja, immerhin in Form. Das ist schon mal eine Verbesserung. Das Problem ist, ich habe den schon, das heißt, wir müssen den wieder abgeben. Kimmich jetzt aber. Dann wenigstens Doppel. Oberdorf Doppel. Ja, okay, nehme ich. Ruben Dias nehme ich. Ah, Bernard ist auch okay. I'll take that. Doppelworkout sage ich nie nein. Bin ich nicht unzufrieden mit Doppelworkout. Also 45, 84 plus Spieler. Nicht eine Special-Karte. Ist schon krass. Also ein Informer dabei gewesen. Das ist schon krass, ey. Kane? Ne, kann es gar nicht sein. Wer ist das? Schüler. Geil. Come on, ey. Wird Zeit, eine Special-Karte reinzutun, ne? Immer noch nicht. Boah, ist echt krass, die Pack-Welt. Wieder Magul. Das freu ich sogar. Oh! What the fuck? Doppel-Workout Reus! Oder? Ne, bin ich blöd? Ne, war nicht, aber... Doch! Hä? Was ist das für eine komische Animation, Alter? What the fuck? Das war eine richtig komische Animation, ey. Ich dachte, da kommt jetzt noch ein höher gerateter Footmiss.
Boah, nimm ich, Digi, nimm ich. Okay, letztes 5x84. Fassen wir zusammen. Wir haben 12 Stück, aber 60x84. Ein Inform, ein Marco Reus. Und that's it. Das ist schon crazy, die Pack-Rate heute. Absolut crazy Pack-Rate, muss man sagen. Zum Abschluss auch noch, nicht nochmal was. Obwohl, die sind eh verpackt, ne, wie ich gesehen habe. Major Doppel vielleicht? Ne, schade. Gut, positiv. Wir haben 4 SBCs von Mbappé fertig. Das andere, deswegen sind positiv. Ansonsten, ja. Ah, nee. Kane wenigstens. Ach du Scheiße. Oh, Doppel. Ich hab nichts gesagt. KDB! Okay. Immerhin, Diggi. 91 Rating. Weg. Gute KDB. Der kommt, wann kommt der zurück? Zweite Rückrunde kommt er zurück, ne? Gute KDB. Ja, nehme ich mit, Chat. Ansonsten, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wer noch gut ist. Wir gehen einfach reinkommen. Mahrez. Oh, ist nicht so gut, ne? Mahrez nicht so gut, Chat. Also, ist nicht shit, aber ich glaube, der ist eine der schlechteren Karten, die man ziehen konnte. Boah, heute echt vergammelte Pack-Rate, muss man sagen. Richtig gammel Pack-Rate heute. Ist aber auch nichts wert, ne? Ja, Max-Preis sehe ich schon 40k, Alter. Kann ja gar nichts wert sein, wenn der Max-Preis 40k ist. Warte, ich wollte aber noch 5 Spiele Dings reinbauen. Wie heißt der Rulle, Digga? Ja, können wir ja gleich noch machen. Ja, komm, ich öffne einfach. Scheiß drauf. Ja, komm, für den Content. Hier, geh mal rein. Komm, fuck it. Vielleicht kommt ja hier schon was Geiles. Scheiß drauf, komm. Ja, shit. Oblak, nehmen wir Doppel. Oh, ist nicht schlecht. Das ist schon mal nicht schlecht. Bisschen Entschädigung. Oblak Doppel ist schon mal nice. Alright, immerhin. Das ist nicht schlecht, Chat, bin ich ehrlich. It's not bad. Das sind locker 60k, glaube ich, mir zurückholen. Allein mit den zwei Spielern. It's not bad. Also, ich mache mir Minus. Das sind 40er. Das sind 25er, das sind 65. 5 sind 80. No, it's not bad. Also, vom Wert her war es jetzt nicht schlecht gewesen, der Move. Das ist jetzt die große Frage. Das wäre geil, wenn jetzt noch ein geiler Leihspieler kommt. Das wäre ein Big Win jetzt. Motherfucker, Alter, hätte ich schon wissen müssen. Jungs, wir gehen rein. Ich weiß nicht, Techniker war heute da gewesen von Telekom. Hat eigentlich nicht viel gemacht, nur dass er irgendwas herumgeschraubt hat. Ich habe das Gefühl, das Internet ist jetzt dadurch ein bisschen schlechter geworden. Fangen wir Telekom an. Später vielleicht Vodafone, weil Vodafone hat irgendwie ihre Zwangstrennung und so eine Scheiße. Bei Telekom gibt's das ja nicht. Müssen wir mal gucken. Das ist das Team. Van Nistelrooy im Tor. Na, schauen wir mal, was er drauf hat. Könnte nach hinten losgehen, könnte nach vorne losgehen. Martinez haben wir gestern schon getestet, war gut gewesen. Ja, viele haben gesagt, shit. Gestern hatten wir auch gutes Gameplay gehabt, war aber auch, ja, deswegen vielleicht auch sehr gut gewesen. Können wir heute sehen, je nachdem. Grimaldo heute, der offensiver Außenverteidiger, der geht nach vorne. Llorente bleibt ein bisschen weiter hinten. Rullet macht seine 5 Spiele. So ein bisschen den ersten Eindruck können wir schon mal gewinnen. Danach kommt der Endgegner rein für ihn. Ian fucking Rush, ja. Looks auch nicht so schlecht. Reus ist am Start. Die einzige gute Karte, die wir heute gezogen haben. Da haben wir vorne Deichlich und Didier Drogba haben wir noch vorne. Letztes Mal uns sehr gut gefallen. Hat einen 5-Stellen Weakfoot Upgrade bekommen. Plus nochmal ein +2 überall. Also sollte eigentlich auch nicht schlecht sein. Und dann haben wir noch so 2 Mackesy auf der Bank. Die können wir vielleicht auch noch einwechseln, wenn wir Bock haben. Und dann würde ich sagen, ja, gehen wir rein. Bisschen vorzuriechen. Okay, guck mal, erstes Spiel. Unreal Madrid, okay. Van der Sar, Cafu, Jesus Christ, Bruder. Was ist das denn für ein krankes Team? Das sieht nicht gut aus, Chat. Das sieht schon mal nicht gut aus. Digga, wie ich hier kämpfe, Chat, ganz ehrlich, ey, put some respect on my name, Digga. Wenn ihr wüsstet, was ich... Ich sag nicht, dass der Gegner das nicht hat. Vielleicht hat der Gegner auch das selbe Gameplay. Drop! Digga, es ist so traurig, Alter, ey. Das ist Kosovo, okay. Okay, das sieht nach einem... Obwohl, der Sturm ist schon stark. Keine Like him. Jetzt! Jetzt, Digga, wenn er den jetzt nicht macht.
Ja, besser ist es, Digga. Tap-in ist das. Du notest wieder einen Gegner, der ist nicht schlecht, aber... Aber come on, man. Ja, ich will nicht stinksen. Ja, du bist gut, du bist gut, du bist gut! Ah, nein, ich hab gejinxt wegen dir, du Wichser, Mann. Jetzt, Drogba, komm. Das ist kein Aufhalten. Oh mein Gott, das ist... Das ist... Lengsi Drogba! Das ist Lengsi, mein Freund. Drogba auf... Wirklich. No fucking way, oder? Junge, leck doch meinen Arsch. Schürki, Mürki, ja. FC 78, keine Ahnung, was das für ein Name ist. Jetzt, okay, ich will nicht unterschätzen. Angriffe sind nicht so schlecht, Vinicius und so. Das für ein Drogba zu kassieren. Alter! Das passiert alles wegen der scheiß Connection, Alter. Komm, easy! Easy, Junge! Easy! Alter, ist doch richtig geil, der Easy! Das ist hier alles lustig, weil die Gegner jetzt nicht so krass sind, aber... Hohoho! Hattrick von Easy! Ey, ich sag raus mit denen eigentlich, mit Reus. Der muss rein, der Easy, Alter! Stonks City, okay. Ederson, Van Dijk, Højlund, okay. Das ist ein nice Team. Drogba! Da ist er doch. Rullet runter, starker Ball von Rullet, Reus easy. Ja, Rullet gefällt mir, Chat, ich bin ehrlich, er gefällt mir richtig gut, Mann, der Rullet. Das wär's, Chat. Weil der Rullet kann ja IV spielen, dann switch ich einfach in-game. Wäre in die IV mit Van Dijk. Und Rullet, guck mal, Junge, der Rullet ist so ein Maggis, Alter. Der so. Dann vorne mit dem fucking Dijk und dem Mbappé ist all over, Digga. Junge. Digga. Komm, Rullet. Rullet! Digga, das wär Five-Head, Chat, ja. Okay, geh raus, perfekt. Okay, Palace in Paris, okay. Right. Oh, how you lose the header da, Mann. Ob der ankommt oder nicht, ist scheißegal. Die Ballrolle muss kommen. Ach Gott, Digga. Ich hab sofort gepasst, dann nehmen wir einen Heavy Ball an. Meine Fresse, ey. Ja, kam, ihr seht das. You saw this Movement wieder. Ach, das ist einfach ein Movement. Das ist, ich gehe in die andere Richtung, er geht einfach nicht. Das Gib mir ein bisschen bessere fucking Connection, Alter. He's stunned. Geht einfach geradeaus. Ich kann nichts machen. Guck mal. Kann einfach nichts machen. Kann einfach nichts machen. Ich kann nichts machen, Chat. Jungs, es ist wirklich, es ist... Junge, Alter, ey. Oh.
Okay, Chat, Boxenstopp. 4-1 nach den ersten 5 Spielen. Wir machen jetzt noch 4 oder 5 Spiele, mal schauen, wie es läuft. Wenn es gut läuft, vielleicht 5. Wenn nicht so gut läuft, vielleicht 4 nur. Wir schauen mal. Kurz ein bisschen was gewechselt. Leider die Spiele von Rullet sind abgelaufen. Rushes ist auch wieder drin. Ha, gucken wir mal, ob der Endgegner da mithalten kann. Ich hoffe irgendwie, aber ja, schauen wir mal. 8-8 passen sieht auch nicht mal so schlecht aus. Langer Pass halt ein bisschen schlecht. Schauen wir mal, dann haben wir noch statt Reus jetzt Eazy-E drin. Weil, ja, immer wenn ich ihn einwechsel, performt der. Und Reus hat bis jetzt gar nicht performt, finde ich. Deswegen, ja, Eazy-E. Und dann können wir jetzt statt George Best, können wir mal Paulo Futre wieder spielen. Der mir auch ganz gut gefällt eigentlich. Okay, Mobs Army ist der nächste Gegner. Pope, Hinchapier, Kane, Garincha und... der hat Martinelli gemacht, als ob! Ja, guck mal, wie der sich bewegen kann. Das ist einfach unfair, Chat. Lucky, ein bisschen, nehmen wir mit. Lucky, sehr lucky. Auch toll. Digga, wie einfach, Alter, hä? Direkt die Antwort, Junge. Stark, Eazy. Der macht so ein gutes Spieler, Eazy. Lass mal erstmal den nächsten Gegner gucken. Granata 19, okay. Zeig mal dein Team. Okay. Keen. Boah, ist ein mächtiges Team, Chat. Komm bitte, Grimaldo! No, yeah, eigentlich! Oh mein Gott, ihr fast noch verkackt, die Idioten, Alter. Easy jetzt. Drogba, finally, man. Come on. Schlecht verteidigt, Chat. Sehr schlecht verteidigt, sag ich, es ist. Come on, man. I needed that. Das habe ich gebraucht, Junge. Jetzt Drogba, jetzt musst du Drogba, komm. Steiner jetzt. Stark, Drogba, gut gemacht. Good shit, Jungs. Guter Konter, perfect Konter, Junge. Oh mein Gott. Egberto, Hamburg, SV. Oh no, das ist Endstation, Chat. Oh, der hat sogar Rullet schon fertig, ey. Glück gehabt, dass er da verkackt hat, ey. Das kann doch nicht wahr sein! Jeez, jawohl, einmal auch Glück auf meiner Seite, finally. Free Goal. Ich hab Tor sogar gemoved, Alter. Jetzt kommen die ganzen Deutschen, Alter. Was? Free Win? Oder kein Free Win, eins von beiden. Schauen wir mal. Gönnt der? Was ein Ehrenmann. Wirklich Ehrenmann, sag ich es ist. Hoffentlich Mbappé plus Rullet alles. Thank you, man. Ich mein's.
verdient auch den Punkt mitgenommen gegen Dortmund, sage ich. Ich lass los, Chat. Ich bin mit 7-2 heute zufrieden. Ich habe keinen Bock auf 7-3, weil das wird mich auch so demotivieren. So habe ich noch Motivation für Sonntag. Gehen wir auch in die Teambewertung rein, dann vielleicht noch ein, zwei Packs, die übrig sind. Fangen wir von hinten nach vorne an. Van Nistelrooy, überraschend gut gewesen, bin ich ehrlich. Überraschend gut gewesen. Also ich weiß nicht, was sich alles reingeschnitten hat, aber der hat kaum Fehler gemacht, fast gar keinen. Abwurf krass, Pässe, Flanken von hinten, richtig krass. Ansonsten echt gut gehalten einfach. Lässt sich auch gut moven. Also Stand jetzt, Preis-Leistung für den Torwart, das ist 10 von 10. Muss man natürlich häufiger testen, ja. Muss man nochmal 20, 30, 40 Spiele machen. Kann es aber nichts falsch machen, ist glaube ich Mint-Price momentan. Das heißt, ja, du musst ihn irgendwie wieder verkaufen, aber ansonsten ist nicht mal Mint-Price, der ist sogar bei 82, ja. Kriegst du aber nicht verkauft. Testen mal auf jeden Fall aus, ich finde ihn gar nicht schlecht. Einer der günstigste, glaube ich, Icon-Torwart. Finde ich gut. Dann haben wir noch hinten Grimaldo gehabt. Top gewesen, hat mir gut gefallen. Guter Mann gewesen. Defensiv und offensiv, also richtig Balance. Offensiv sehr, sehr gut gewesen, fand ich. Durch das Dribbling, die Pässe waren gut. Ja, ich kam nicht so oft zum Schuss, aber ich glaube, Schießen sollte auch gut sein. Ich glaube, sogar seine Trivella-Schuss sind nicht mal schlecht. Habe ich nicht ausgetestet. Pässe waren gut gewesen. Defensiv wieder. Ist er nicht wie die ganzen Frauen und die schwachen Spieler wissen. Also er ist nicht der Größe, 1,71, aber er hat sich irgendwie, ja, besser verteidigen lassen als die ganzen Frauen und so. Da wurde er nicht so weggeschubst und da hat er Pace gehabt. Also ich bin ehrlich, dafür, dass er so flexibel ist, für Linksverteidigerposition war er heute wirklich stabil gewesen. Hat mir gefallen, kriegt von mir ein Go, wer ihn mal testen will. Ja, können wir auch nochmal als Achter testen. Witze, solide gewesen heute. Ja, irgendwie glaube ich, Vieira bringt uns das Pech. Wenn wir jetzt mit Witze 16 oder 14 holen, dann ja, glaub, bleibt Vieira weiter auf der Bank. Weil irgendwie, seit wir den spielen, haben wir irgendwie Pech ohne Ende. Dann haben wir Rudit, wahrscheinlich die größte Interesse. 5 Spiele leider nur gemacht können mit ihnen, aber ich bin ehrlich, die 5 Spiele haben gereicht, dass ich richtig Bock auf den habe. Ich habe richtig Bock auf den bekommen. Leider muss ich erstmal ein Papier fertig machen, aber das Gute ist, er geht 60 Tage. Das heißt, über Team of the Year kannst du ihn sogar natürlich craften. Ist teuer, ja, 2,5 Millionen oder so kostet er, glaube ich. Aber jetzt kommen wir zu den ganzen Vorteilen, die er mitbringt. Defensiv sehr, sehr stark gewesen, also wirklich eine krasse Präsenz. Ja, ich spiele den, glaube ich, sogar auf Hunter, nicht mal auf Shadow, sondern nur auf Hunter. Und der hat wirklich, ja, ihr kennt ja Rullit, ne? Einfach wirklich alles abgeräumt, da sein Körper ist so crazy. Ist hier Baby oder so hin oder her, auch wenn er einen anderen Körperstil hat, also Körperdings, als er mittlere hat. Sehr, sehr stark gewesen im defensiven Bereich. Ich bin ehrlich, hat er diesen komischen Batterie, also was ist das hier für ein Trade? Das ist dieses Ruhepol. Das soll ich eigentlich mit linken Stick gut bewegen lassen. Aber ihr kennt ja Rolle, wie fett der ist. Ja, also bin ich ehrlich, das wird nichts, ne? Also mit linken Stick trippeln. Da ist Putea zum Beispiel Levels drüber als er. Also, ja, lieber nicht, sage ich so, es ist. Aber der hat andere Stärken. Schuss kam ich nicht so oft dazu, aber ich glaube, schießen kann er auch gut. Und jetzt kommt das Krasse, seine Pässe sind wirklich atemberaubend gewesen. Besonders die R1-Pässe. Direkt, ja. Der spielt die wirklich so, als kann der. Die Spieler nehmen ihn halt perfekt im Flow an. Ne? Die nehmen ihn an und können direkt weitergehen und direkt schießen. Ja, und heute hatten wir wirklich wieder scheiß Gameplay des Todes gehabt. Und da das so hinbekommen, die Pässe so zu spielen, wirklich crazy gewesen. Der hat nicht ohne Grund 6 Vorlagen gemacht, als Achter. Ja, da kommt, glaube ich, diese Schnittstelle hier, diesen entscheidenden Pass-Trade ins Spiel. Und dann noch die 5 Stelle Bigfoot. Sehr geil, sehr, sehr geil. Stellungsspiel war gut gewesen, wieder gewinnt er auch die Kopfbälle, sehr, sehr gute Karte, also ist eine Frage, ja, du musst dich selber fragen, ob du das machen willst, ne? Wir haben ja jetzt die Qual der Wahl, wir haben Zidane, Eusebio, Mbappé, Rullit, ich sag Mbappé, weil ich noch keinen habe, der so krass ist oder so gut ist da vorne und sein Spielstil hat und dann würde ich wahrscheinlich direkt Rullit gehen, wenn es keinen besseren Spieler-SBC kommen, wo ich nicht weiß, wo ich mein Futter reinballern muss. Ian Rush haben wir jetzt 4 Spiele gemacht, war okay gewesen, bin ehrlich. Nichts Besonderes, ne? Hat sein Ding gemacht so, aber er wird dir Spiele kosten. Er wird dir aber auch hier und da mal ein Spiele vielleicht auch gewinnen. Aber ist jetzt kein Big Game Player. Für den Fun, auf lustig kannst du mal spielen, aber ja, ist einfach so. Reus war enttäuschend gewesen, bin ich ehrlich. Reus. Ach ja, typisch Dortmund einfach, ne? Real Life Dortmund einfach, keine Ahnung. Nie gesehen, in den Big Games nicht, in den Small Games nicht. Der war irgendwie gefühlt nie da gewesen. Ja, bringt ja auch nicht dann die ganzen Stats auch nichts, wenn du einfach nicht zu sehen bist. Und ich wusste gar nicht, wo der ist. Ich habe ihn gerade gesucht, finde ihn einfach nicht. Ja, und dann seht ihr auch 5 Spiele einfach nur ein Tor, ist einfach zu wenig. Und dann haben wir den Eazy-E und den haben wir eingewechselt für Reus und haben den später dann ab dem 6. Spiel Stamm gespielt. 6 Spiele, mit Einwechslungen, das sind glaube ich dann, keine Ahnung wie viele Einwechslungen mit drin, 4 Tore, 4 Vorlagen.
Und der kostet einfach, ja, nochmal weniger als Reus. Und Easy E ist not bad, bin ich ehrlich mit euch. Dribbling ist Fake Stats. Dribbling Fake Stats, meiner Meinung nach. Der lässt sich richtig geil mit R1 und generell mit Linkstick bewegen. Passspiel auch Fake Stats. Fand ich ein bisschen schlechter als 99. Also habe ich nicht so gefühlt. Kam gute Pässe an, aber ja. Schießen auch Fake Stats, weil, Digga, ich habe so viele Tore mit dem linken Fuß gemacht. Das war geistgestört. 3 Stellen B-Foot auf 80 Schießen. Crazy. Tempo auch finde ich ein bisschen Fake Stats. Ich fand ihn ziemlich schnell gewesen. Obwohl, wenn ein Hunter hier passt, dann hat er 89 Pace. Also fand ich ganz nice. Für einen Abschlussspieler könnt ihr mal testen. Auf lustig eine coole Fun-Karte und die. Bisschen schon RTG, die Leute, die ein bisschen länger bei mir RTG gucken, kennen ja Easy, ne? Das hatte schon mal, glaube ich, eine Footmiss-Karte gehabt, mit denen wir ein bisschen Spaß hatten. Und dann haben wir noch Drogba gehabt. Ich meine, das sieht jetzt krass aus hier mit 9 Toren und 6 Vorlagen. But, war wirklich anstrengend gewesen, den zu spielen. Ich hatte ihn irgendwie anders in Erinnerung gehabt, irgendwie ein bisschen beweglicher und ein bisschen besseres Passen. Ich meine, er ist Lengsi, ja. Wenn du mit ihm klarkommst, wird er auch rasieren. Ich habe Flank halt nicht so viel, da habe ich kaum nutzen können. Wenn du ihn durchsteckst, ist er durch, weil er Lengsi ist. Finishing, ja, hätte ein bisschen besser sein können, bin ich ehrlich. Ich habe auch vielleicht ein paar Mal Fehler gemacht, aber habe ich mir ein bisschen mehr Konstanz gewünscht. Pässe waren Katastrophe gewesen, also wirklich kaum. Du kannst nur sichere Pässe spielen und selbst die musst du so zittern. Und Tripling war, hatte ich wieder anders in Erinnerung gehabt. Ich hatte irgendwie besser in Erinnerung gehabt vom Tripling. Die war wirklich sehr, sehr unbeweglich. Und dann, vielleicht hatten wir, als wir damals die andere Version gespielt haben, bessere Server gehabt, aber heute die Server waren ja sehr schlecht und da war es wirklich anstrengend mit ihm zu spielen, auch wenn er jetzt hier 9 Tore und 6 Vorlagen gemacht hat. Ja, gut. Eier lecken.